Hallo und herzlich willkommen zurück zu Billy und Olli und Rebecca und mir. Wir haben hier in der letzten Folge diesen komischen, glibberigen Zombie gesehen, der sich verteilen kann. Also nicht vierteilen, sondern verteilen. Krasse Action. Wir gehen mal aufs... Dank der Macht von Nikotin. Meinst du? Klar. Okay. Gut, der Tisch brennt nicht umsonst. Aber der brennt doch nicht durch Nikotin. Ne? Oh, naja. Okay, Kind, Blut. Das gucken wir uns nochmal ein bisschen genauer an. Er brennt durch Glutamat. Ja. Glutamat. Ach, deswegen brennen diese Maggi-Knorrenwürfel immer so geil. Ja. Wegen Glutamat. Und diesen Fehler da im Hintergrund, den ihr seht, das der ist gar nicht da. Einfach nicht hin. Strom. Ich seh's sowieso nicht. Ja, du siehst hier. Die was euch Trutsch gehört? Wie Billy den. Was? Okay. Ah! Ah, das jo. Meinst du. Okay. Told you. Ja, aber. Beschreib's vielleicht genauer. Winning. Bipolar. Ein Zugschlüssel. Und die Munition lassen wir uns auch nicht nehmen. Mit. Also ich habe ja den dringenden Drang, metallische Objekte instant in Mikrowellen zu schieben. Das sieht nach einer Mikrowelle aus, also ich will's tun. Du meinst, das da hinten links in der Ecke? Neben dem Telefon? Natürlich. Lass das mal lieber. Das könnte nur zu unerwarteten Toten führen. Kombinieren erstmal Kräuter, so. Damit wir überhaupt Platz haben. Finde noch ein Kraut. Wenn Billy das sehen hätte können. Billy könnte eigentlich sehen, er müsste. Wären die Tränen gekommen. Wie ich Kräuter kombiniere, ja klar, weil er so unfähig dazu ist. Scheiß dummer Idiot. Jetzt soll ich den Schlüssel in die Mikrowelle legen, oder wie? Richtig. Und hoffen, dass der Schlüssel auch für diesen Zug gedacht ist. Nicht für den nächsten, der parallel fährt. Du kommst auf seltsame Ideen. Schlüssel in Mikrowelle. Okay. Jetzt auf den roten Knopf drücken, oder wie? Okay. Jupp. Auf 3 Minuten. Das wird... Und weglaufen. Was mit der Tür hier? Steckt etwas im Schlüsselloch. Darum lässt sich der Griff nicht drehen. Hm? Das haben Türen zur Ansicht, wo ein Schlüssel im Loch steckt. Mit einem scharfen Objekt könnten sie es herausbekommen. Das ist ja Blödsinn. Ja, also... Wieso sollte man Türen nicht aufbekommen, wenn etwas im Schlüsselloch steckt? Okay, ich habe auf die Karte geschaut. Ich glaube, wir müssen mal eben zu Billy wechseln. Weil ich glaube, das war keine Mikrowelle. Das war, glaube ich, irgendwie ein Fahrstuhl oder so. Frag mich nicht. Billy, jetzt beeil dich doch mal ein bisschen, ey. Nur weil der Zug hier mit, keine Ahnung, 180 km/h durch die Gegend fährt, muss man sich doch nicht so anstellen da oben. Auf dem Zug, man kann auch ein bisschen schneller laufen. Also wenn ich Billy wäre, würde ich mich ja fragen, warum ich hier überhaupt mitlaufen muss. Ja gut, das ist meine Schuld. Hast recht. Ich hätte ihn eigentlich hier unten stehen lassen können, sicherlich, aber... Ich wusste. Das weiß man ja vorher nicht, was hier passiert. Deswegen, ja, ich wusste nicht. Wusste ich doch nicht. Okay, also Becky ist wahrscheinlich da in dieser Tür da hinten drin. Na gut, aber ob ich die von der anderen Seite aufmachen kann? Sie ist von der anderen Seite verschlucken. Na. Billy bemerkt eigentlich, dass da irgendwas im Schlüsselloch steckt. Nö, der denkt nur, oh, die ist zu. Naja, ich geh weiter. Bis später, Becky! Sprich mal an die Tür, aber unten. Welche Tür? Die Becky-Tür. Nein. Becky ist doch oben im zweiten Stock und ich bin jetzt hier runtergegangen, weil hier unten diese auch diese Mikrowelle sein muss. Ja, da muss sie. Und jetzt nehme ich den Schlüssel aus der Mikrowelle im ersten Stock. Zugschlüssel mitnehmen? Jo.
gucken wir uns den Zuschuss erstmal näher an, sonst weiß Billy nicht, was er damit machen soll. Es ist ein Schlüssel. Was macht man mit Schlüsseln? Ey, da steht ja was drauf. Da steht was auf dem Schlüssel. Wäre jetzt nur noch toll, wenn Billy lesen könnte. Auf dem Schlüssel steht Zugführerbüro. Natürlich. Für den ICE der Deutschen Bahn sowieso. Das ist kein ICE. So gut sieht so ein ICE leider nicht aus. Ich würde gerne mal mit so einem alten Zug fahren, aber sowas fährt ja nicht mehr. Hat Stil. Zugführerbüro. Also Zugführerbüros sind immer in Fahrtrichtung. Also theoretisch hier lang. Steck den Finger ab und schau von wo der Wind kommt. Ja. Wo fließt das Blut hin? Ach, ist Billy, da könnte ich den ganzen Arm abschneiden. Würde mich nicht stören. Dann sehe ich noch besser. Ich mache mir kurz Notizen. Ja. Klick, klack. Kugelschreiber. Irgendwie leckt das gerade ein bisschen. Fällt mir gar nicht auf. Ja, das fällt nur Leuten mit mehr als 20 FPS aus. Auf. Ich stehe hier hinten ja an der Kugel, damit wir überhaupt den Strom haben. Ja, das machst du ganz gut. Ich meine, ja, es ist wenigstens hell. Das ist auch gut so, weil Billy hat Angst im Dunkeln. Und da würde er ja ganz, ganz viel Angst haben, der arme Billy. Tür. Also da steht Eclipton Express ist das. Was auch immer der Eclipton Express. Wie subtil. Ja, ja, es ist nicht eine Vollmondnacht, oder? Nein. Hätten sie denn gleich Doom Train taufen können. Der Typ liegt immer noch da rum. Okay. Ich glaube hier war das Zugführerbüro, wenn ich mich nicht. Sie haben den Zugführerschlüssel verwendet. Diesen Schlüssel brauchen sie nicht mehr. Wegwerfen? Okay. Das frage ich mich sowieso immer, wie Charaktere aus Spielen wissen können, was sie noch brauchen werden im zukünftigen Leben und was nicht. Billy denkt sich, oh, ich habe ein Gehirn gefunden. Das brauchen sie jetzt nicht mehr. Wegwerfen? Klar. Die Karte, die ist wichtig. Und hier liegen noch ein paar Kräuter rum. Und der Schrank. Mal gucken, was in dem Schrank. Eine Aktentasche. Aktentasche mitnehmen? Ja. Klar. Warum auch nicht? Deine neue beste Waffe? Ja. Wenn mir die Munition ausgeht, kann ich ja immer noch mit der Aktentasche werfen. Auf irgendeinem Sitz liegt noch ein Handtäschchen. Ist vielleicht stylischer. Das passt mir zu Billy erst recht, ja. Ich muss mal gucken, wie viel Platz ich habe, ob ich die Kräuter noch mitnehme. Ja, das passt gerade noch so. Also wenn du sie kombinierst, dann hättest du einen Spot. Das kann Billy nicht. Wie wir wissen. Den billigen Witz schneiden wir raus. Nein, wir schneiden nicht. Ich guck mal auf die Uhr. Willst du wirklich dieses Knöpfchen am GameCube-Controller drücken? Denk mal, wir beenden hier erstmal die Folge, da es ein bisschen ruckelt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.